Und damit willkommen zurück zu Mortar's Dead. Nach zwei etwas langsameren Episoden mit einer überraschenden Wendung in der letzten, nämlich dass wir Musik also im Klavier gespielt haben und demnach unsere Mutter mitgekriegt hat, wer wir eigentlich sind, haben wir jetzt das Foto in der neblischen Nacht von dem Grab gemacht der weisen Frau und wollen es jetzt entwickeln. Gibt's wieder was Neues? Wir haben doch schon alles, dachte ich. The yellow filter. If it were to snow, it would be perfect. The green filter. Useful for landscapes. Haben doch schon das Achievement gekriegt, dass wir alle Sachen haben. Na egal. So, wir entwickeln das eine Foto. Ich überspringe das wieder, weil. Was ist das für ein Bild? Moment. Irgendwas ist hier faul. Ist die Reihenfolge falsch? Das kennen wir alles. Das sind diese drei Filme mit aus dem See. Und hier haben wir eindeutig eine Frau drauf. Aber wir haben noch die Krippe fotografiert. Okay, das wird jetzt interessant. Sehen wir doch die weiße Frau oder haben wir einfach immer noch ein Problem, eine Gehirnerschütterung, wollen wir es vergessen? Was mit der Schwangerschaft? There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. Da war Dane statt Dame übrigens. Okay, wir haben etwas fotografiert und ich glaube eher, ich würde fast behaupten, dass es eher, wie es auch genannt war, der Mann. Ja. Steht nichts dazu. Ja, ist er gefangen. So, was haben wir auf der Karte? Haben wir jetzt da ein Gebiet eingefangen? Der Geliebte. Ich finde das richtige Grab. Frage ist ja auch, kommen wir jetzt eigentlich im Haus weiter? Weil das Haus war ja von allen Seiten erstmal geschlossen. Lernt sich da jetzt endlich was? Wir müssen ja noch Zeitung lesen und Tarotkarten spielen. Da war es am Tag zuvor. Oder war es am selben Tag schon alles? Ja. Nö, wir können jetzt nur wieder zum Grab gehen. Wir wissen jetzt also, welches Grab ihm gehört und können an ihrem Grab dann unsere Haare darbieten. Ich weiß sogar nicht mehr, wie weit wir schon sind eigentlich. Ich meine, jetzt ist rausgekommen, dass wir doch noch leben. Ich kann wirklich nicht sagen, also wie lange das Spiel noch überhaupt ist. Ob da noch so wahnsinnig viel kommt. So. Also wenn ich es richtig sehe, ist das rechte Grab von dem einen Mann gewesen. Aber auch das müssen wir irgendwie. If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me. I have no doubt. Okay, also das von dem Mann sozusagen. I'm missing the element that connects my world to that of the White Lady. Oh, the lake. Of course. Why didn't I think of it sooner? The dress that I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now, in a world that is both mine and hers. Okay, also das heißt nicht, wir haben einen Gegenstand suchen müssen bei uns im Haus und wir finden den Gegenstand, den sie repräsentiert im Sinne von den Anhänger ihres Geliebten. Okay.
So, wir müssen also wieder ganz runtergehen. Dann machen wir das doch. Ich frage mich auch, ob wir im Bunker und überall alles gefunden haben, was notwendig ist, aber gut. Die Story ging zumindest weiter und wir haben ja die Nebenstory vor allem noch geschafft. Was sind das eigentlich für ein Gebäude? Waren wir hier schon mal gewesen? Moment, wo ist denn das? Das ist neu, guckt mal hier. Gerade wenn wir dran vorbeigehen. What a beautiful place. Achievement, der Turm. Können wir hier irgendwas machen? Sie sagt bei der Windmühle, ah, ich habe Angst davon. Davor, es ist so gruselig, aber dieses verfallene Haus, denke ich nur an Resident Evil The Village. Aber wir können hier nichts machen. Nein. Bin vielleicht sogar schon mal dran vorbeigerannt und habe es einfach nicht gesehen. Ja, können wir da am Ufer lang gehen? Ist wirklich neblig. Können wir hier? Können wir? Ist auch ein Grab. Am Grab kommen wir vorbei. Okay. Und damit kommen wir wieder auf den Hauptweg. Alles klar. Ich frage mich vor allem, ob das Boot wieder da ist. Ich meine, wir haben das Boot vor dem Bunker stehen lassen und rausgerannt. Da muss jemand das Boot zurückfahren. Vor allem muss ja jemand dann auffallen. Moment, da hat jemand angelegt. Ein ziviles Boot. Wem gehört das? Wer hat hier unsere Bunkeranlage irgendwie infiltriert? Was ja eigentlich alles passieren könnte. Da hinten ist wieder irgendwas Helles. Laterne. Mal hin. Ich finde es zugegebenermaßen ein bisschen gruselig, dass solche Laternen hier wirklich abseits von allem leuchten. Wem bringen sie denn was? Das Boot ist wieder da. Boaty Mac Boat Boat. Der typische Klostein. Vor allem, ich hätte hier auch unheimlich. Guckt mal diesen Pfosten an. Der sieht aus, als würde er jederzeit hier abbrechen. Ich hätte Angst, mich da irgendwo festzuhalten und irgendwann kippe ich hier kopfüber runter. Aber gut, sie ist heute tot eh schon von der Schippe gesprungen. Da macht Bombe nichts mehr. So, wir sollten wirklich. Achso, wir sollen auf ihre Insel sogar kommen. Das hat das letzte Mal schon so gut geklappt, auf ihre Without Insel zu all the gehen. necessary elements, there's no point traveling to the island. Ach, da ist unser. Stoffhetzen. Er ist buscht. Here it is. I hope it works. Ja, ich auch. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. Das ist ja witzig. Also das heißt, dann doch ein Item von uns und das war einfach nur das Hemd gewesen, was zum Glück hier schon ist. Hätten wir es früher mitnehmen können? Müssen wir es wieder anlassen? Minispiel. So. Bin ich das letzte Mal schon so gestorben? So kann ich denn das. Da wieder so wunderbar laut, dass ihr mich super verstehen könnt. Geht auf jeden Deutscher mit, dass wir hier im Boot auf den See rumfahren. So. Da ist natürlich wieder angehen können, steht praktisch. Ich war wirklich.
glaube, wenn ich hier B drücke, geht es ja automatisch raus. Vielleicht. Ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht. Ja, wir haben es geschafft. So, können wir noch mal ganz kurz drüber reden? Was will sie denn eigentlich tun? Wir, die eine Schwester verloren haben und seitdem Visionen haben von der weißen Lady hier im Wald, wollen die weiße Lady treffen, von der wir schon zu Kindertagen gehört haben, dass sie gern Frauen hinabzieht oder sich Körper bemächtigt, was wir auch geträumt haben, sowas. Und wir meinen jetzt, ein Ritual mit ihr zu beginnen, wird schon alles gut gehen. Weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Es ist eine Idee, das möchte ich nicht absprechen. Die beste. I doubt it. So, na gut. Schön sieht's schon aus. Nun denn. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Der Geliebte wurde gehangen, genau. So, wir gucken nochmal nach, was steht da? Könnte etwas dran sein. Kann ich hier irgendwo was interagieren? Oder ein Bild machen? Jetzt wieder irgendein Vogel, der uns stört. Oh. Achso, da ist aber gerade was aus der Tasche gefallen. Ach, eine Fotofilmrolle. Das ist okay. Statt ein Würstchen. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. Oh, da haben wir noch eine vierte Rolle. It contains shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. Das wird uns also definitiv nochmal was Wichtiges geben. Der Film im Kleid. Also wir legen uns die Kette um. I will wear her lover's cross to draw her to me. Immer die beste Idee. Ist noch nie schiefgegangen. Die Haare über uns. Achso, es ist. Ach, okay. Das sind unsere Start schon gerade wie bei manchen anderen Filmen. Irgendwelche Haare sind. A lock of my hair to enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. Ich muss jede Karte einzeln legen, okay. Sie entschleunigen es wieder, bevor hier irgendwas Krasses passiert. Mir die Nanny beigebracht hat. Von der Nanny haben wir auch schon erfahren, dass sie leider. Ja. Oh, guckt mal da. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess, for answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. Der Mond. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and
that cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Na, die gute Kirche. Der beste Ort ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ja, man muss ja an irgendwas glauben. Muss ja auch nichts Religiöses sein. Der Torraum. Der Wagen. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. Ich möchte übrigens mal erwähnen, dass diese Karten wieder richtig rum sind. Wir hatten ja schon mal Karten gehabt, die falsch rum waren. Der Tod und der Stern. I can sense that you want to know who did it. But I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Ist das vorgegeben, welche Karten wir ziehen? Und Nummer 2. Warte mal, mit das nach oben machen wir. Ah, mit das nach oben machen wir eine Karte, sehr gut. Und Nummer 2 ist, wird sie jedes Mal dasselbe sagen, egal welche Karten wir aufdecken? Der Gehängte. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood. And they may return to keep you company. Nun gut, die Wahl der letzten beiden Karten fällt jetzt nicht schwer, aber die Frage ist die Reihenfolge wahrscheinlich wieder. Der Hierophant. Da kriege ich doch 2 Seelenherzen bei Binding of Isaac. Egal. Anderes Spiel. The daughter, the house. The mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the son. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. Die Erbsünde aufhalten oder die Mutter? Okay, das hat mich gerade Kurs gehabt. Entschuldigung. Die Mutter, die Erbsünde jetzt? Und vor allem, was ist die Erbsünde gerade? Außer originaler Sinn. Brudermord? Geschwistermord? Das eigene Kind töten? Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen, was das gleich wird. Aber die weiße Dame war da fertig gewesen. Warum hat sie uns nochmal reingezogen? Ist das jetzt die Fortsetzung?
Das sieht ja cool aus. Unter Wasser. Ich denke da, man merkt, Wired Productions, oder Wired Games, wie das heißt, Close to the Sun war ja auch so, und was war da noch so gewesen? Wie ist denn das? Das war, glaube ich, auch nicht von denen gewesen. Dieses eine Inselspiel mit den Cthulhu-Rätseln. Bekomme ich auch leichte Erinnerungen. Aber ich liebe ja solche Spiele auch. What Remains of Edith Finch etc. Wir haben kein Inventar? Nein. Haben wir eigentlich Füße? Sehen wir irgendwas von unserem Körper? Nein. Wir wissen nicht, ob wir Flossen haben oder irgendwas anderes. Wir schwimmen einfach mal vorwärts. Sounddesign, das Licht, das sieht so schön aus hier. Im Lichtdesign auch, ja. Immer diese leicht schiefe Musik im Hintergrund. Und die Damen. Was haben wir denn hier unten auf dem Boden? Wir haben ein Flugzeug. Hast du irgendwas auf dem Boden übersehen, weil ich einfach so dumm geschwafelt habe? Nö. Okay, Flugzeug, also Krieg. Fischschwarm. Irgendwo ein Anhaltspunkt, wo es hingeht? Ich sehe nichts. In der Fahrensicht. Ich muss mal jetzt einfach hier zur Oberfläche. Da oben ist irgendwas Leuchtendes. Geh ins Licht. Oder auch nicht. Da seht ihr das? Das ist ein Achso, eine Lampe. Man kennt es, die Unterwasserlampen. Ne, wir kommen nicht raus. Okay. Wir sind unter Wasser gefangen. Warum ist das... Jetzt sehen wir aber was, zumindest im Licht. Da drüben. Der Baum. Und der Gehängte, der jetzt falsch rumhängt, nehme ich an. Sondern der Schlüssel zum Tagebuch. Das lädt mich schon langsam nach. Zu der Kiste und dem Tagebuch unserer Schwester. Wir wachen in der Badewanne auf. Speaking with the White Lady confused me even more. But at least now I have this key. Oh Gott, das Spiel ruckelt aber gerade hier. Entschuldigt bitte. Einen Moment. Spiel. Erinnere dich bitte dran, du brauchst jetzt keinen riesen See mehr im Hintergrund zu rendern. Wird's wieder? Ja. Keine Items. Es ist Nacht. Nee, Tag. Grau und grau. Und jetzt werden wir das Tagebuch lesen von der Schwester. Wir haben den Schlüssel jetzt bekommen, der Badewanne. Durch die Vision? Oh, doch, real. Oh, sie hatte auch Medikamente. July 16th. Dear Sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I'm no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me.
They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Das ist wirklich überraschend, weil es ist ja 15 Jahre geheim halten, ohne dass man mal durch Zufall. Ich meine, ist es denn nicht schon alleine, wenn man erschreckt wird durch irgendwas? Wenn irgendwo einer was sagt, dann fährt man doch kurz hoch. Und wenn sie nicht real taub ist, dann müsste sie doch auch reagieren. Oder kann sie das anders erklären? Sie hat ein Geheimnis. Sie hat die ganze Schuld auf sich geladen. Sie ist nicht dazwischen gegangen, als es immer gegen Julia ging, also gegen uns, sondern sie ist immer dabei geblieben. Aber was ich mir halt vorstellen kann, da sie für taub gehalten wurde, dass irgendwann vor ihr Sachen preisgegeben wurden, weil sie, man eh dachte, sie weiß ja nicht. There is nothing here. Okay, wo sind die Geheimnisse? Ja, so gut versteckt wurde jetzt auch nicht. Das erste Mal die Stimme, vor allem auch untrainierte Stimme. Wann hat sie die mal getestet? Das ist doch auch 15 Jahre nicht spricht. Nicht gut zumindest. Hi Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. Wir spielen jetzt hier. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Moment. Kurze Bestätigung. Ja, Julia liegt noch im Bett. Das heißt, Lapo hat mit uns geschlafen. Aber ist nicht Lapo auch die Freundin von Julia? Also hat nicht demnach Lapo mit beiden Zwillingen? Na gut, die Frage ist ja immer, wissentlich oder unwissentlich geschlafen. Aber er meint ja, er kann sie unterscheiden. Sie zieht sich wie Julia an. I wrote a card to mother telling her that it was you who is pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Oh Gott, ich sehe da schon, was sich anbahnt. Also, sie hat eine Karte geschrieben, dass Julia schwanger ist. In her room ist also oben wahrscheinlich. Während ja auch die Eltern noch schlafen. Auf dem Schreibtisch in ihrem Zimmer. Was ist denn ihr Zimmer? Da. Schlafzimmer. Na, kannst du bitte interagieren? Then I felt the need to talk to you and I remembered the recorder in the dark room. Die haben im Haus ja aber wirklich auch einen tiefen Schlaf, dass sie mehrfach sowas nicht mitkriegen. Also danach ist sie ins Darkroom gegangen. Wir können übrigens nicht rennen. Sie tut damit sagen, Julia ist es. Die ist schwanger.
dann liest das die Mutter. Die Mutter kommt, wird sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich erschlagen. Denkt sich, oh, ist Julia und sie ist schwanger, das kann ja nur so sein. I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least try to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Es ist aber irgendwie interessant, oder? Die eine Schwester, die immer gesprochen hat, stellt sich stumm, bis aufgedeckt wird. Und die andere Sprecher, die angeblich nie sprechen konnte, hat sich schon immer stumm gestellt. Und taub, nicht stumm, wohlgemerkt. Ich glaube, ich habe es mehrfach falsch rum gesagt, aber sie ist taub. Man kann natürlich sprechen, auch wenn man taub ist, aber dann hat man ja kein Feedback, wie man spricht. Deswegen ist es ja, wenn man so Sprachaufzeichnungen von solchen Menschen hört, das immer sehr... Das klingt komisch, weil die natürlich auch nicht wissen, wie es klingen muss. Und sie haben ja kein Feedback dazu. Die können es nicht hören. Okay, ist Hi, Julia. Okay. I was upset. Unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. Okay, jetzt andersrum. Martha wird wach. Warum kriegen wir jetzt das erste Mal die Anzeige interaktive Objekte? Wir haben doch. Ist doch schon oft gehabt. Ach so, und sie sieht. Martha wasn't there and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. Ziehen uns was an. There was a dress missing from my wardrobe. Haben wir es in unserem Inventar schon? Nein. Gut, ich würde sagen, das ist der Punkt, an dem es jetzt zu Julia gewechselt hat. Wir sehen mal, was dann passiert ist. Ob das jetzt schon das Ende ist, glaube ich nicht, weil wir haben ja noch ein paar Bilder zu entwickeln. Da wird irgend noch eine andere Ebene dazukommen, aber heieiei, das habe ich nicht erwartet, muss ich zugeben. Bis demnächst, euer Landetor. Tschüss.